Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, zu Let's Play Minecraft Part 6 von eurem Gastgeber Play Minecraft Go. So, kurz zur Information am Anfang. Es tut mir furchtbar leid, dass der sechste Part so lange gedauert hat. Allerdings bin ich leider krank geworden, dementsprechend musste ich ein wenig aussetzen und konnte dementsprechend nur an meinem Let's Show weiterarbeiten. Wozu auch noch demnächst das Update hochgeladen wird. Hat sich leider auch nicht sehr viel getan. Selbes Problem, aber wenigstens ein bisschen. So, ich wurde auch schon gefragt, welches Texturenpack ich denn verwende. Wie man jetzt gleich nochmal eingeblendet sehen wird, es ist das Skyrim Reloaded Texture Pack 128 Pixel. Ja, genau. So, ich blende das jetzt mal. Also, was heißt, ich blende ein? Ich gehe jetzt mal hier rein. Da habt ihr es. Skyrim Reloaded X128 Zip. Genau. So. Und ich würde sagen, dann werden wir mal das Let's Play starten. Also beziehungsweise wir gehen in die Welt rein und fangen mal wieder an, Blödsinn zu machen. Nein, kleiner Scherz. So, guck mal, haben wir ein bisschen Stein und so. Und ja, und Tür auf. Und ich würde sagen, wir bauen dann mal den... wer heißt der jetzt nochmal? Den Tunnel weiter, genau. Der inzwischen recht lang geworden ist. In eurer Abwesenheit ist... eine Kleinigkeit passiert. Erstens, was man ja schon am Anfang gesehen hat, ich habe Fenster eingebaut. Also ich habe das Glas gebrannt und eingebaut. Sieht man ja auch hier unten da. Glas. Außerdem, wenn ich mich nicht irre, habe ich das Eisen gebrannt. Genau. Und ja, das war es dann im Grunde auch. Ah ja, und halt eben, ich habe geguckt, wo, in welcher Richtung uns am ehesten ein Laubwald entgegenkommt, wo wir einen antreffen können. Und habe mich dementsprechend, Klappe Kuh, und habe mich dementsprechend noch nicht angefangen zu graben, das mache ich natürlich mit euch. Aber ich habe halt eben, wie gesagt, nachgeguckt, wo ist der beste, die beste Richtung, wo wir am ehesten auf einen Laubwald treffen. Gut, manche denken sich wahrscheinlich, ist doch voll sinnlos, warum baust du einen Tunnel dahin? Such dir doch einfach den Laubwald, wenn du ihn sowieso schon gefunden hast. Nimm dir doch einfach irgendwie ein paar Setzlinge mit und pflanzt sie bei dir hin. Ja, allerdings hätte ich das erstens wieder ohne euch gemacht, was ich ja nicht wollte. Und zweitens hätte ich das ohne euch gemacht, ja. Ich würde sagen, das reicht eigentlich als Grund. Gut, außerdem sind wir jetzt hier beim Let's Play und nicht beim ich erkläre euch, warum ich das und das gemacht habe, Play. Oder beim Let's, ich erkläre euch, warum ich was gemacht habe. Oh, jetzt laggt es wieder. Und es ist so schön dunkel hier drin. Juhu, so macht das doch Spaß. So, wir sind außerdem sehr dicht über der Oberfläche. Also mich persönlich stört es nicht. Wir bauen ja schließlich nur einen kleinen Tunnel. Eisen, das nehme ich mit. Das nehme ich damit. Gleich so viel Eisen, gefällt mir. Ja, noch mehr. Kommt immer her mit dem Eisen. Ich bin eisensüchtig, weil, wie soll ich das sagen, falls ihr es aus den letzten Parts mitbekommen habt, möchte ich, sobald ich genug Eisen habe, hier auch eine Bahnverbindung durchbauen, schieben. Wie man es nennen mag. Das wird zwar, was ist das? Ah, Geröll. Naja, lassen wir mal stehen. Ja, wie gesagt, ich habe halt eben mit diesem Texture Pack noch nicht wirklich viel gearbeitet. Ich habe da einfach nur einmal kurz reingeguckt und ja, es hat mir halt eben gefallen. Dementsprechend möchte ich das jetzt für mein Let's Play verwenden. Was ich aber noch ankündigen werde, ist, dass ich dieses Texture Pack höchstwahrscheinlich erstmal nicht sehr lange behalten werde und in Anführungsstrichen durch ein schlechteres Texture Pack austauschen werde. Allerdings ist das von einem Freund extra für mich gemacht worden. Dementsprechend habe ich dann ein einzigartiges Texture Pack. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Crafting Table. Denn wie ich mich natürlich kenne, war ich natürlich schön bei uns in Anführungsstrichen zu Hause. Habe aber natürlich nicht daran gedacht, eine neue Spitzhacke zu machen. Ja, nehmen wir wieder mit. Oder nee, erstmal da. So, ne Dings kann man ja immer brauchen, ne? Ja.
Na. Jetzt wollte mich das Spiel wieder mal flachsen. Das mag mich ja so gerne. Außerdem war ich halt eben in eurer Abwesenheit nochmal kurz zur Info, auch mal kurz den Tunnel durchgegangen und habe einfach mal geguckt, ob wir nicht irgendwo Mineralien übersehen haben. Haben wir leider nicht. Leider. Aber okay. Ja, ist klar. So, einmal zurück. Hatten wir noch Wooden Planks. Gott sei Dank. Na. Mal einmal wieder Vorrat. So. Und dann immer schön weiter den Tunnel erweitern. Und. Ich höre da gerade was. Das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit machen. Ja, ist natürlich Nacht. War mir ja wieder klar. Stirb. Stirb. Ja. Erste Wolle. Komm, hier muss noch irgendwo ein zwei weitere Schafe sein. Was ich natürlich mal wieder eher nicht glaube, weil ich dieses Spiel ja nicht mag. Sondern eher, dass mir jetzt gleich irgendwo ein Creeper entgegengerannt kommt. Was mich dann eher weniger wundern würde. Und mir sind gerade die Fackeln ausgegangen, das ist uncool. Gehen wir mal kurz zurück zu unserem Crafting Table. So, da haben wir ihn. Und machen uns mal fix ein paar neue Fackeln. Bäh. Oh, blöde Maus, spiel nicht verrückt. Ja. Ah ja, nochmal zu dem Texture Pack. Das ist halt eben das Texture Pack von einem Freund, das der extra für mich gemacht hat oder machen will. Ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe, dass er es schon gemacht, also dass er es noch machen will oder ob er es schon gemacht hat, weiß ich jetzt leider gerade nicht. Aber dann habe ich halt eben ein individuelles Texture Pack, was halt eben nur für mich ist. Nur ich habe das halt eben dann. Und ja, ich habe mir gedacht, ein Intro werde ich halt eben auch noch irgendwann mal brauchen. Und ein Zombie brauche ich gerade nicht. Lass mich mal durch. Ich scheiße jetzt auf die paar Fackeln da. Geht auch schon ohne. Da, die da. Oh, komm. So. Ja, ich weiß, das ist leider nicht unbedingt der berauschendste Teil des Spiels ist, Höhlen zu bauen, beziehungsweise Wege. Aber das muss auch sein, ja, und vor allem, wenn man da wieder Eisen findet, wie ich, zack. Und wie ihr jetzt inzwischen hoffentlich endlich gecheckt habt, ich liebe Eisen. Zack, zack. So. Uncool. Da müssen wir jetzt irgendwie eine Lösung für finden. Das finde ich natürlich auch mal ganz toll. Vor allem die Fackel geht nicht aus. Okay, machen wir jetzt mal hoch. So. Ja, im Grunde ist das ja alles sehr flach, wenn wir da zwei runterbauen, dann passt das. Oh, die Fackel nehme ich jetzt aber wieder mit. Setze ich da mal so rein. Und dann machen wir den da und den da. Zack, zack. So. Und wo haben wir es da? Ich hatte doch ein paar Stairs drin. Wooden Stairs. Machen wir uns hier einfach wieder eins hoch und dann passt das. Och nein. Jetzt haben wir nicht. Natürlich. Drecks. Sand. Hey. Oh. Okay. Ja, ist natürlich. So, Moment, dann legen wir uns das hier mal daran. Oh.
So, jetzt haben wir das wenigstens im Griff. Krieg noch Baras. Also, so macht Höhlenbau definitiv keinen Spaß, die Leute. Ja, endlich kein Sand mehr. So, Moment. Erstmal die einen Stein noch weg und dann ist mir für da hinten was auch eingefallen. Na. Ist doch eine ganz coole Idee, so denke ich mir mal. Oh, okay. Gut. Okay. Ja, lass mal so. Ja, da, weiter. Und wir haben Kohle gefunden. Ja, und dadurch, dass wir Kohle gefunden haben, habe ich natürlich hier direkt wieder das Ding eingerissen. Unsere Fackel. Ja, ja, das war Stein. Okay, das war jetzt Fehler. Das ist auch nicht wirklich gut gewesen. Na, egal. So, habe ich hier irgendwo noch Kohle übersehen? Sieht nicht so aus. Da, ja, hier haben wir ein bisschen Kohle. Aber ansonsten scheint hier alles mitgenommen zu haben, was man mitnehmen kann. Zack, 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 zack. Das werde ich natürlich noch in Zukunft was schöner gestalten. Ich hoffe, das versteht ihr natürlich von selbst. Aber naja, Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Dementsprechend lieber vorher Bescheid sagen. So, dann tue ich mir jetzt hier noch die zweite Spitzhacke rein. Klopfe mich hier noch ein bisschen rein. Und, jo, nochmal, mit diesem Bild von Kohle möchte ich euch dann erst einmal einen schönen Tag noch wünschen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel, dass ich krank geworden bin. Kann ich ja in der Regel eigentlich auch nichts für, aber ich wollte es nur kurz gesagt haben. Ich werde wahrscheinlich auch noch heute oder morgen spätestens den zweiten Teil, also das erste Update von meinem Let's Show hochladen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich hier irgendwo verlinken. Da oben rechts oder so. Ne? Link, Link. So, und ja, ansonsten wünsche ich euch halt eben noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, favorisieren und wenn ihr Lust habt, lasst noch ein Abo da. Würde mich tierisch freuen und wir sehen uns in Part 7 wieder. Euer Play Minecraft.